Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ich heiße Huseifa und gehe in zweite Klasse. Heute kochen wir Chicken Korma. Und ich heiße Adil Ahmed Nasir und wir machen heute, wie Huseifa das gesagt hat, machen wir heute Chicken Korma und ja, wir zeigen euch, wie man das macht. Ja, dafür brauchen wir diesen Sachen. Für Chicken Korma machen wir hier das Sachen machen wir hier rein. Als erstes machen wir die alle Sachen rein, zum Beispiel Tomaten, so alles, also machen wir alles da rein. Da machen wir als erstes das rein. Und wir kochen ein bisschen, wenn das so ein bisschen braun wird, dann fangen wir mit was anderes an. Und wir haben ein bisschen so Zwiebel braun gemacht, jetzt machen wir Tomaten ein bisschen rein und so Chili und auch Ingwer. Chicken Knoblauch heißt der ungefähr so der Name. Und ja, jetzt kochen wir ein bisschen das und danach machen wir so halt was anderes. In 5 Minuten kochen wir ein bisschen und danach machen wir die andere, die da alle Sachen sind, dann machen wir das da rein. Und wir haben halt ein bisschen 5 Minuten das gekocht und jetzt machen wir Salz und die 2 Sachen da rein. Und ja, dann machen wir. Wir kochen das in 2 Minuten und dann zeigen wir, wie das sieht. Jetzt machen wir ein bisschen Wasser rein. Und dann mixen wir ein bisschen. Wir machen jetzt Chicken rein und ja, wir kochen ein bisschen so Chicken da. Wir kochen das bisschen so ungefähr zu 10 Minuten und so. Ja, und danach zeigen wir. Jetzt machen wir Limonade rein, so ungefähr einen Löffel. Ja, und jetzt haben wir das fertig und jetzt machen wir ein bisschen Masala rein. Und am Ende machen wir da ist noch eine Sache, da machen wir am Ende das rein. Mashallah, Chicken Curry ist ready und ich habe, ihr könnt mit irgendwas essen, wenn ihr wollt, zum Beispiel Chapati und so, Reis, ihr könnt mit allem Sachen essen. Und Jazakallah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.